Finisher! Finish him! Boom! Hoho! Ich liebe diesen neuen Finisher hier, ne? Wow, 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 wow! Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr fragt euch wahrscheinlich alle, welche Waffen sind jetzt in diesen 5 Meter? Es gab ja ein riesiges Update, das gestern rausgekommen ist. Viele Waffen wurden genervt, viele Waffen wurden gebufft und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, ich zeige euch meine Top 6 Waffen, die am besten sind in Season 5. Wirklich sehr, 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 sehr geile Waffen. Wenn ihr mit diesen Waffen spielt, die ich euch jetzt zeige, dann habt ihr einfach viel mehr Spaß in Warzone. Leute, würde mich freuen, wenn ihr am Ende des Videos ein Like da lasst und natürlich ein Abo, falls ihr mehr solcher Meta-Videos auch von mir sehen wollt. Und ich würde sagen, Leute, wir schnacken nicht lange und gehen direkt rein in Warzone, in unseren Klasseneditor. Die erste Waffe ist die Grau. Die Grau hat einen Buff bekommen und ist jetzt wirklich sehr, 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 sehr gut. Kann ich nur empfehlen, wieder mit der Grau zu spielen, weil sie ja eine absolute OG-Laserwaffe gewesen ist. Und jetzt ist die Grau einfach wieder back. Willkommen in der Grauzone. Leute, die Aufsätze sind einmal Schalldämpfer Monolith. Wir haben hier den Tempus 26,4 Zoll Archangel Lauf. Wir haben das VLK 3x Visier. Wir haben das 60 Schuss Magazin und Kommando Vordergriff. Damit könnt ihr reingehen und ich kann euch versprechen, die Grau ist wirklich sehr, sehr, sehr stark. Sehr, sehr nice Waffe, macht extrem Spaß mit der zu spielen, hat ja auch früher schon Spaß gemacht und jetzt, da sie gebufft worden ist, macht es umso mehr Spaß. Die Grau spiele ich hier in der Klasse zusammen mit der H4 Blixen. Ich persönlich muss aber sagen, ich bin nicht so wirklich überzeugt von der H4, weil sie doch nicht so gut performt, wie ich mir das erhofft habe. Andere MPs performen da besser, darauf werden wir aber gleich noch eingehen. Trotzdem ist die H4 Blixen nicht zu vernachlässigen, ist eine ganz stabile Waffe, aber meiner Meinung nach gibt es da noch zwei MPs, die nochmal besser sind als die H4. Aber trotzdem zeige ich euch jetzt hier einmal die H4 Blixen. Ich habe hier die Zombie-Gold-Tarnung drauf auf der H4 Blixen. Sieht meiner Meinung nach auch sehr, sehr nice aus. So, das sind die Aufsätze. Rückstoßbooster einmal drinne. Den vorletzten Lauf Johnson 9 Zoll RMK. Dann haben wir schiefer Reflektor natürlich drin. Wir haben Schaft entfernt drin. Wir haben Unterlauf SG 98 Kompakt. Dann haben wir 36 Schuss im Magazin. Ihr könnt natürlich auch mehr reinnehmen, falls euch das hier nicht reicht mit 36 Schuss. Kann ich mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen zu wenig ist. Dann eventuell 72 Schuss oder 54 Schuss. Müsst ihr selber gucken, was euch da besser gefällt. Und Griff natürlich, umwickelter Griff. Extra habe ich Flink drin und extra 2 schnell. Ich würde sagen, zieht euch jetzt mal ein bisschen Gameplay davon rein. Nicht allzu viel. Dann könnt ihr ungefähr sehen, wie die Waffen performen. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Klasse. Auf der Blixen habe ich, für alle, die sich fragen, was das hier für eine Tarnung ist, das ist die Zombie-Gold-Tarnung. Die gibt es ja jetzt seit kurzem auch in Warzone. Habt ihr das gesehen? Also ohne Scheiß, ich empfehle jedem... Ich würde gerne finishen. Weil es gibt ja auch neue Finisher jetzt. So, ich werde jetzt hier oben einfach droppen. Hier ist einer. Okay. Es ist halt so crazy, dieser Modus ist auch so verrückt. Aber ich finde es irgendwie nice, dass man direkt mit seinem Loadout auch reinkommt. Da ist er. Wie schnell er down gegangen ist. Nicht mehr normal. Also die Grau wurde ja auch, oh, gebufft. Oh, shit. Da hinten ist einer. Den haben wir. Let's go. Irgendwer kommt wieder zurück. Können wir ihn aus der Luft? Ah, er hat Spawnschutz. Das war ein guter Schuss. Überall Rauch auf Caldera. Da oben ist einer. Oh, wie habe ich den denn genockt? Hier drin bei mir ist auch einer. Oh. Okay. Ich höre die ganze Zeit irgendwas. Da unten ist er. Ah ja.
Ach, Mann. So, das ist die nächste Klasse. Auch sehr, sehr, sehr stabile Waffe. Roboter ist ein sehr krasser Laser mit hoher Feuerrate. Kann ich sehr empfehlen in Season 5. Wirklich sehr, sehr stark. Wir haben hier einmal den MX-Schalldämpfer drin. Wir haben den allerersten Lauf bei der Roboter drin. Wir haben das SVT-40 3-6-mal Visier drin. Das 3-6-mal Visier ist für Feinde sichtbar. Also hier sehen wir auch, das ist jetzt neu seit Season 5, Visierspiegeln für Feinde sichtbar. Ich persönlich habe das noch nicht so wirklich gesehen. Ich weiß nicht, wie das zum Vorschein kommt, ob es nur beim 3-mal Zoom ist oder ob es nur beim 6-mal Zoom ist, dass das Visierspiegeln sichtbar ist. Und ich habe das persönlich noch nicht wirklich wahrgenommen, weil Season 5 ist ja auch erst seit gestern da. Falls ihr da irgendwie irgendetwas wahrgenommen habt, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare rein. Ich denke mal, das interessiert sehr viele von euch, falls dieses Visier zu krass genervt worden ist, also dass man so ein Funkeln dann hat wie bei der Sniper, dann natürlich hier ein anderes Visier, dann würde ich das 2,5-mal Visier empfehlen oder irgendein anderes Visier. Man müsste dann hier ein bisschen ausprobieren, aber ich persönlich würde dann dieses Visier hier nehmen, obwohl ich das 3-6-mal Visier schon wirklich feiere. Wenn man das jetzt nicht allzu krass sieht, dann ist das ja eigentlich völlig in Ordnung, dann kann man ja auch mit dem Visier hier weiterspielen. Dann haben wir Anastasia gepolstert Schaft drin, den Schnitzer Vordergriff, wir haben das 75 Schuss Magazin drinne, dann Munition verlängert natürlich, Polymergriff, wir haben fester Griff und vollgeladen drinne. Damit könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Roboter, eine sehr, sehr krasse Waffe, hohe Feuerrate, trotzdem fast gar keinen Rückstoß. Sehr, sehr, sehr nice. Macht extrem Spaß, mit dieser Waffe zu spielen. Damit werdet ihr den einen oder anderen auf jeden Fall sehr gut lasern können. Die spiele ich zusammen mit der Marco. Die Marco ist zusammen mit einer anderen MP, die ich auch später noch zeigen werde, die beste MP momentan in Season 5, meiner Meinung nach. Und mit der Marco könnt ihr nichts falsch machen. Die Marco ist extrem stark. Sie ist sehr stabil, hat fast keinen Rückstoß und du kannst Leute auch auf Midrange holen. Das heißt, nicht nur auf Close Range, sondern hast auch auf Midrange sehr gutes Aiming und macht wirklich sehr viel Spaß mit der Waffe zu spielen mit folgenden Aufsätzen. Einmal Rückstoßbooster natürlich drin, dann haben wir den vorletzten Lauf drin. Wir haben schiefer Reflektorvisier natürlich, dann haben wir den Immerito FR Schaft drin. Ich habe dann den ersten Unterlauf reingepackt. Wir haben das 64 Schuss Magazin drinne, Unterschall, kein Minikartenping natürlich, das ist eigentlich ganz nice. Dann haben wir umwickelten Griff, wir haben Momentum, Bewegungstempo nach Abschüssen wird erhöht, sehr, 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 sehr geil. Also wenn ihr wirklich mit Movement ein bisschen arbeiten wollt und dann hier Momentum drin habt, nachdem ihr jemanden gekillt habt, habt ihr wieder richtig gutes Tempo und könnt so den Gegnern ausweichen, die danach kommen und die dann easy wegholen, weil ihr ein erhöhtes Bewegungstempo habt. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Und dann extra 2 natürlich schnell, das Sprinttempo wird hier erhöht, sehr nice. Also damit hast du wirklich sehr geiles Movement, es fühlt sich einfach sehr nice an, mit dieser Waffe zu spielen. Kann ich nur empfehlen, wirklich mit diesen Aufsätzen, geht da mal rein und schreibt mir gerne eure Meinung da in die Kommentare rein. Aber ihr seht jetzt auch Gameplay mit der Roboter und der Marco zusammen, wie ich mit denen hier gespielt habe. Dann seht ihr, wie die ungefähr so performen. Nicht allzu lange, nur 1-2 Clips oder 2-3, wie auch immer. Und dann geht's weiter zur nächsten Klasse. Hier unten ist einer direkt gelandet. Oder landet gerade. Ja. Jawohl. So lobe ich mir das. Aber ich glaube, ich finde sogar die Roboter besser als die Grau. Oh. Moin. Okay, Laser. Laser. Oh. Oh. Ja, let's go. Oh mein Gott. Also wirklich, die Marco ist wirklich geisteskrank. Also Close Range würde ich auf jeden Fall Marco eher empfehlen. Marco ist auf jeden Fall krasser als die Blixen. Holy shit. Und schönen Tag noch wünsche ich dir. Ist noch ein Gegner da. Können wir den lasern? Oh ja, oh mein Gott. Holy shit. Den holen wir uns jetzt. Alter, da oben ist auch noch mal einer. Der ist down. Cluster, Rage Serum gönnen wir uns.
Der ist down. So, irgendwer hier noch am Start? Boah, ich habe wirklich das krasseste Loadout hier gefunden. Das ist ja nicht mehr normal. Hier müsste noch einer sein. So, und Leute, guckt euch das an. Oh! So sieht's aus, wenn ich Rage Serum und ich wurde direkt geholt. Oh mein Gott. So, wir haben jetzt die nächste OP-Klasse in Season 5. Auch sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geile Klasse. Die kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Die STG wirklich sehr, sehr, sehr strong in Season 5. Und zwar haben wir hier einmal den MX-Schalldämpfer drin. Wir haben den zweiten Lauf drinne. Wir haben wieder das SVT 3 bis 6 mal Visier. Wie gesagt, es könnte sein, dass dieses Visier ausgetauscht werden muss, weil das Visierspiegeln für Feinde sichtbar ist. Inwieweit sich das bemerkbar macht, weiß ich bis jetzt immer noch nicht. Deswegen schreibt mir das wirklich gerne in die Kommentare rein. Dann haben wir hier den letzten Schaft drinne. Wir haben den M1941er Handstopper drin für Rückschlusskontrolle. Wir haben 50 Schussmagazin drin, Munition verlängert. Wir haben den Rastergriff drinne, Fingerfertigkeit, wirklich Fingerfertigkeit richtig komplett overpowered, Leute, mit der STG. Ihr ladet innerhalb von 2 Millisekunden nach und ihr seid einfach komplett on fire die ganze Zeit mit der STG. Also die STG hat wirklich sehr, sehr geiles Movement auch. Das beste Movement von allen Sturmgewehren, die ich euch heute hier gezeigt habe. Damit seid ihr wirklich komplett krass. Dann habt ihr vollgeladen noch drin und so geht ihr rein in die Lobbys und ihr habt einfach so ein geiles Movement. Ihr könnt so extrem schnell nachladen und es macht einfach Spaß, mit dieser Waffe zu spielen. Ich würde die Waffe eher so als sportlichste Waffe, beziehungsweise als sportlichstes Sturmgewehr bezeichnen im Game. Macht einfach extrem Spaß, damit zu spielen. So, dann haben wir die STG zusammen mit der MP40 drin. Die MP40 auch in Season 5 sehr, sehr krass. Zusammen mit der Marco wirklich die besten MPs, meiner Meinung nach. Und zwar haben wir hier einmal den Rückstoßbooster drin. Wir haben den letzten Lauf drin. Schieferreflektor, Krausnick, 33M Faltrahmen, also den ersten Schaft haben wir drin. Dann haben wir Mark VI Skelettel. Ich denke mal, VI heißt 6. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich komme da immer durcheinander zwischen IV und VI. Ich glaube, VI heißt 6. Mark 6 Skelett. Kann das sein? Schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ja, dann haben wir hier 45 Schussmagazin drinne. Könnte für den einen oder anderen etwas zu wenig sein. Dann vielleicht 64 Schuss ausprobieren, ob das irgendwie auch nice ist. Aber ich habe auf jeden Fall 45 Schuss drin. Dann haben wir Unterschall drinne. Umwickelten Griff haben wir drin. Dann haben wir Momentum. Natürlich Bewegungstempo nach Abschüssen. Sehr geil, sehr geil. Und wir haben schnell drin. Das nehme ich eigentlich bei fast allen MPs hier rein. Also Momentum und schnell. Und damit, Leute, seid ihr auch krass. Also nicht nur auf Close Range ist die krass, die MP40 in Season 5. Sondern, weil die war schon immer krass, die war schon immer ein kompletter Allrounder, aber jetzt ist die wieder ein bisschen nach oben gerückt in der Tabelle. Auch auf Midrange ist sie sehr gut. Sie ist sehr stark zu vergleichen mit der Mark 5 und ich habe das Gefühl, dass du damit noch ein bisschen schneller reagieren kannst als mit der Marco. Leute, überzeugt euch selber. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Loadouts und ihr seht jetzt noch hier Gameplay mit der MP40 zusammen mit der STG. Wirklich, damit habe ich am besten abgeschnitten. Mit diesem Loadout war sehr, sehr geil. Also, let's go. Wo landen alle? Aha, hier. Mal, wir holen die mal aus der Luft jetzt. So, STG. Oh, der ist fast down. Wir werden den jetzt auf jeden Fall jetzt hier holen. Oh, das tut mir aber gar nicht leid. Feinde landen im Einsatz. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh, Finisher. Boom. Oh. So, hier hinten ist einer. Können wir... über dem Gebiet ab, auf den Himmel ab. Ach, die sind nach unten. Die sind nach unten gegangen. Ja, die sind hier. Oh mein Gott. Wow. Also, wow. Komm. 3, 2, 1. STG sehr zu empfehlen auch. Oh mein Gott. Die Bombe explodiert gleich. Oh, der ist schon wieder knock. Das kann doch nicht wahr sein. Kollege, hier. Der Knall hat den Vulkan. So, jetzt. Hier. Oh.
Wow. Was geht hier ab? Wie kann das wahr sein? Oh, hier ist ja einer. Oh. Bumm. Big Chuck. Da hinten wird scharf geschossen. Oh, der ist fast down. Der ist fast down. Oh. Also wirklich, SCG auch sehr, 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 sehr stabile Waffe. Genauso wie die MP40 auch. Holy shit. Ah. Ah, Knock. Dann geben wir uns mal die Spritze hier. Und? Was geht? Was geht? Oh. Oh. Der ist Knock. Den haben wir. Oh. Ich liebe die MP40. Ich liebe sie. Digga, das ist wirklich nicht mehr normal. Oh mein Gott. Get shit on. Get shit on. Ich kann meine Waffe nicht wechseln. Manchmal kann ich meine Waffe einfach nicht wechseln. Nein, und der andere hat sich wieder geretzt. Oh, der andere hat sich wieder geretzt. Oh. Aha. Kollege. Was ist denn mit dem hier los? Finisher. Finish him. Boom. Hoho. Ich liebe diesen neuen Finisher hier, ne? Wow. Also echt, es macht doch so Bock. Man muss nur wissen, welche Waffen man spielen kann, und dann macht das doch einfach viel mehr Bock. Das ist doch einfach nice. Wie das hier auch aussieht alles. Oh, Chat, guckt euch das an. Ich sag Chat. Guckt euch das an. Ja. Ja. Das hört sich doch, guck mal jetzt, ich kacke ihn auf den Kopf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jawoll. Hier ist der letzte. Ist da oben drin, glaube ich. Das ist der letzte vom Team. Ich gönne mir erstmal ein paar Platten hier auf. Machen wir mal auf safe hier. Auf ganz entspannt. Ganz entspannt auf safe gehen wir jetzt hier. Wo ist er hin? Ich glaube, der ist... Ach, da hinten ist er. Er hat auch dieses Serpentine-Perk immer noch... Oh! Oh mein Gott! Was machen die hier alle? Die sind alle down. Oh, jawoll. Und der ist einfach wiedergekommen. Oh, ich wollte gerade sagen, hä? Finisher. Ja! Ey, das macht doch... Das macht so Spaß. Oh, da hinten Sniper-Glint. Ich will jetzt echt sehen, ob das nicht einer ist, der das Visier auch drauf hat. Weil normalerweise soll das 3-6 Mal Visier jetzt laut den Patch-Notes auch so blinken. Ich weiß nicht, ob es so ist, wenn man nur im 6 Mal Visier ist oder nur im 3 Mal Visier. Das weiß man anscheinend noch nicht. Wenn ihr da irgendwie mehr wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ansonsten, Leute, ich wünsche euch übertrieben viel Spaß mit meinen Loadouts. Heilige Scheiße, das macht ja unnormal Bock mit diesen Waffen. Leute, spielt diese Waffen unbedingt. Es wird auch bald ein neues Video geben mit den neuen Meta-Waffen in Warzone. Leute, bleibt gespannt, abonniert gerne den Kanal, falls ihr das nicht verpassen wollt. Und natürlich News zu MW2 auch. Lasst ein Like auf dem Video da, falls euch das Video gefallen hat, falls ich euch da weiterhelfen konnte. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein und ciao.